150. Deutsche Derby haben sich die Boxentüren geöffnet an der 2400 Meter Marke. Die 15 Kandidaten sind auf der Reise. Und wer übernimmt zunächst einmal das Kommando? Surrey Thunder an der Innenseite mit Amiro. Dann sehen wir direkt Lacario in dritter Position. An der Außenseite Magadan vor Akon, vor Beam Me Up, vor Quest the Moon. Dahinter innen Django Freeman, vor Moonlight Man, Sibelius, Genghis First, Soshi Valri. Dahinter Moyano vor Ormus und am Ende des Feldes, da galoppiert zunächst einmal Andoro. So ging es unter ihrem Beifall am Zielpfosten vorbei, in den Wandsbecker Bogen mittlerweile hinein. Und dort hat Amiro das Kommando, zeigt den Weg. Amiro führt also vor außen Magadan, dann Surrey Thunder in dritter Position auszumachen. An der Innenseite sehen wir dann den Derby-Favoriten Lacario, der hat ein optimales Rennen. An der Außenseite ist natürlich auch Quest the Moon sofort in vorderster Linie auszumachen, genauso wie Akon. So geht es in die Gegenseite hinein. Django Freeman aktuell in achter Position. Amiro zeigt aber nach wie vor den Weg, führt vor Surrey Thunder. Das Tempo ist nicht übermäßig schnell. Außen Quest the Moon ein wenig eifrig, dort in den Händen von Andras Starke. Dahinter dann Beam Me Up, Akon. Lacario hat ein optimales Rennen. Dann die Gruppe mit Django Freeman. Da hat sich Lucas Delusier genau ins Fahrwasser von Eddie Pedrosa gelegt. Dann ist es Moonlight Man. Genghis First hat die Position verbessert. Vor Sibelius an der Innenseite, vor Soshi Valri, dann macht Andoro Boden gut, vor Moyano und Ormus aktuell am Ende des Feldes auszumachen. So geht es mittlerweile in den Hornerbogen hinein. Und vorne ist außen Magadan mit Amiro an der Innenseite, dann Surrey Thunder, dann die gemeinten Pferde. In einer Linie sind sie innen, Lacario, Django Freeman, außen Quest the Moon, noch weiter außen Beam Me Up, der geht extrem weite Wege. Sibelius macht Boden gut, dann ist es Moonlight Man, Soshi Valri. Andoro setzt nach Moyano und dann ist es Ormus. Gleich geht es in den Einlauf hinein im Jubiläumsderby, im 150. deutschen Derby. Surrey Thunder geht nach vorne. Surrey Thunder ganz innen an den Rails. Hat Lacario die Lücke gefunden. Amiro bleibt mit dabei und ganz außen Andras Starke jetzt mit Quest the Moon. Quest the Moon an der Außenseite ist vorne in den Lacario. Django Freeman, jetzt kommt Akon aus den Wolken angeflogen. Lacario an der Innenseite. Lacario, Django Freeman, Quest the Moon, Surrey Thunder, Lacario ist vorne, Eddie gewinnt sein erstes Derby, Lacario für das Gestüt Hüttlingen vor Django Freeman, Akon, dann Quest the Moon und dann der Rest. Lacario ist der Derby-Sieger für Andreas Wöhler, für Manfred Ostermann und das Gestüt Hüttlingen. Und endlich hat es geklappt, Eddie gewinnt sein erstes Derby, Eddie Pedrosa mit Lacario. Vorläufiger Richterspruch, 10. Rennen, ID 150. Deutsches Derby. Sieger ist die 1 Lacario, auf dem zweiten Platz die 2 Django Freeman, drittes Pferd die 4 Akon, viertes Pferd die 3 Quest the Moon und fünfter die 7 Surrey Thunder. Ich wiederhole, vorläufiger Richterspruch, ID 150. Deutsches Derby, 1 Lacario, 2 Django Freeman, 4 Akon, 3 Quest the Moon und 7 Surrey Thunder.
Ja, meine Damen und Herren, jetzt waren wir auf wie seit Jahren nicht mehr. Und jetzt möchte ich, dass Sie gleich diesen Derby-Sieger feiern, so wie es sich gehört. Und gerade den Trainer, den Besitzer und den Jockey. Ich erzähle Ihnen gleich die ganze Geschichte. Wir freuen uns auf den Derby-Sieger, auf Lacario. Und natürlich auch die Platzierten, die alle ein tolles Rennen gelaufen sind. Django Freeman hat seine Form absolut bestätigt. Akon hat bewiesen, dass sein Sieg in Baden-Baden keine Überraschung war. Quest the Moon hat bewiesen, dass er zu den Top-Pferden hier in Deutschland zählt. Und Surrey Thunder, die Anreise aus England, hat sich gelohnt. Er lief ein tolles Rennen mit Jason Watson, war am Ende Fünfter. Aber da kommt er. Da kommt der Derby-Sieger 2019, der Jubiläums-Derby-Sieger, Idee 150. deutsches Derby. Es war 25 Jahre her, dass das Gestüt Ittlingen zuletzt einen Derby-Sieger hatte. La Roche im Jahr 1994 und 25 Jahre später hat Manfred Ostermann vom Gestüt Ittlingen wieder richtig Grund zu feiern. Hier ist sein Derby-Sieger, der dreijährige Scalo-Sohn Lacario, der nach dem beeindruckenden Sieg in der Union als Favorit hier